Willkommen im nächsten Video. Heute geht es mal wieder um eine Streckenvorstellung, also ein neues Wie fahre ich und diesmal um Spa-Francorchamps. Das Video ist in drei verschiedene Teile eingeteilt, in drei verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die komplette Zerstückelung der Runde, also mit Anbremspunkten, Einlenkpunkten, Scheitelpunkte, Innenansicht, Außenansicht, Erklärung und so weiter und so fort. Das heißt also, das zieht sich ein bisschen. Der zweite Abschnitt ist dann die Komplettrunde ohne Zerstückelung in der Cockpitansicht. Und die dritte Variante, also das dritte Segment des Videos, ist dann die Runde als Außenansicht. Teil 1 beginnt direkt jetzt nach dem Intro, also die Zerstückelung. Teil 2 ungefähr so bei 6,5, 7 Minuten. Und dann der Teil 3 beginnt so ungefähr um die 9 Minuten. Also müsst ihr mal ein bisschen durchscrollen, seht ihr auf jeden Fall. Das sind also die verschiedenen Dinge. Wer das überspringen will, kann das gerne machen. Wichtig ist, es geht mir hier nicht um eine Hotlap. Also jetzt nicht sagen, ja, das war ja hier eine 2, 17, 18, 21, 3, was weiß ich. Sondern es geht einfach um die Linie. Wie fahre ich das? Und genauso heißt es ja, wie fahre ich? Wenn das jetzt vielleicht mit dem einen oder anderen nicht 100% passt, dann ist es halt so. Aber so fahre ich Spa oder Spa-Francorchamps, so fahre ich auch andere Strecken und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist meine Linie, das ist mein Eindruck, so bin ich unterwegs. Und wenn ihr da was mit rausnehmen könnt, dann sehr, sehr gerne, weil ich versuche das einfach so ein bisschen aus der realen Welt mit in das Simracing mit reinzunehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an mit der Zerstückelung mit Abschnitt Nummer 1. Auf geht's. Und damit starten wir also jetzt direkt in die Runde rein. Wir beschleunigen auf Start und Ziel rauf und dann geht's die gerade runter Richtung La Source. Direkt dort angekommen geht's zum Bremspunkt und der liegt kurz vor 100 Meter. Das seht ihr jetzt im Cockpit nicht richtig, aber gleich in der Außenansicht. Da seht ihr 100 Meter Schild kurz vorher, wird dann angebremst. Dann geht's innen ganz weit in den Scheitelpunkt hinein, auf den Curb rauf, damit ihr perfekt rausbeschleunigen könnt. Die Spitzkehre fahrt ihr im ersten Gang, dann geht's ganz bis nach außen an den Streckenrand hinaus und dann die lange Gerade runter bis ganz eng an der Boxenmauer entlang bis runter nach Eau Rouge. Dort angekommen seht ihr, fahrt ihr von der Mauer ganz nah an der Mauer innen rein bis komplett auf den Curb drauf. Dort angekommen solltet ihr innen wirklich komplett links den Curb nutzen, um das Auto zu positionieren, nach rechts zu lenken und dann gerade oben über die Kuppe kommen. Und ihr seht, auch hier nehme ich wieder innen voll den Curb mit. Ihr müsst natürlich aufpassen, ein bisschen mit Track Limits, aber wichtig ist, über diese Kuppe den Schwung mitzunehmen auf die lange Camel-Geraden, denn hier macht ihr alle das Gleiche. Ihr gebt Vollgas und zieht komplett durch die komplette Gerade nach hinten bis zum nächsten Bremspunkt. Die weiße Linie ist eure Referenz für den Bremspunkt. Von außen seht ihr das ein bisschen kurz vorher, dann geht's drei Gänge runter und dann schön mit Trailbreaking rein in die Kurve. Ihr seht, kurz vor Ende des Curbs löse ich mich ungefähr, gehe dann nach innen rein, nehme innen voll den Curb mit, also da könnt ihr wirklich komplett rechts drauf fahren, müsst das Auto allerdings wieder dann mittig positionieren, um diese Linkskurve wieder perfekt zu erwischen und da auch links den Curb komplett mitnehmen. Dann heißt es wieder das Auto mittig positionieren, lieber die Linkskurve ein bisschen langsamer fahren, aber den Schwung dann aus der Rechtskurve mit rausnehmen, innen wieder voll den Curb mitnehmen, mit allen beiden Rädern, fast allen vier Rädern drauf und dann heißt es rausbeschleunigen auf die nächste kurze Gerade. Der nächste Bremspunkt liegt ungefähr bei 100 Metern, dann wird angebremst, zwei Gänge geht's runter und dann innen rein zwei Scheitelpunkte hier. Also wie gesagt, ihr fahrt innen rein, lasst euch dann in der Mitte der Kurve so ein bisschen nach außen tragen, aber nicht ganz nach außen, sondern wirklich nur bis maximal in die Mitte und dann habt ihr nochmal einen zweiten Scheitelpunkt am Ausgang der Kurve, wo ihr das Auto relativ gerade positionieren müsst, um perfekt raus zu beschleunigen. Ich persönlich mag die Kurve nicht ganz so, aber wenn ihr den Trick einmal raus habt, dann funktioniert es. Und dann heißt es wieder Auto positionieren, ganz nach außen. Ihr müsst von rechts kommen, um den Schwung mit rauszunehmen. Durch diese Linkskurve in den Curb könnt ihr komplett wieder mitnehmen, das Auto versetzt ein bisschen, aber wichtig, die Streckenbreite bis nach komplett außen nutzen. Und dann kommen wir zu einer der Schlüsselstellen der Strecke. Ihr beschleunigt die kurze Gerade runter. Nächster Anbremspunkt ist ungefähr Anfang der Curbs auf der rechten Seite. Ihr kommt im fünften Gang an, Eingang nach unten. Da geht's innen rein. Ihr fahrt diese Kurve, diese zwei Kurven, als eine Kurve, also in einem Bogen, innen rein, nach komplett rechts außen raus und dann das Auto wieder im Vollgas durch diese zweite Linkskurve durch und dann auch wieder bis raus auf den Curb.
Dann geht's also weiter. Nächstes Kurvengeschlängel da unten. Anbremspunkt unter der Brücke. Also von außen hier, jetzt seht ihr das sehr schön. Ungefähr unter der Brücke anbremsen. Im fünften Gang kommt ihr an. Dann geht's zwei Gänge runter in den dritten Gang. Relativ frühes Einlenken hier. Innen den Curb könnt ihr gern mitnehmen. Ich fahre so ein bisschen dran. Ihr könnt da ruhig drüber über den Curb. Aber wichtig ist, dass ihr das Auto jetzt in der Mitte positioniert. Nicht zu weit nach links. Denn ihr wollt das Auto perfekt positionieren, um den Schwung mit rauszunehmen. Aus dieser Linkskurve, da könnt ihr auch den Curb innen komplett mitnehmen. Seht ihr? Ja, voll drüber und dann im Kurvenausgang alles nutzen, was geht, aber nicht zu weit, denn der Curb zieht euch nach außen. Der Anbremspunkt für die Kartingkurve hier unten, für die erste Rechtskurve, der liegt kurz vor den Curbs, die ihr auf der linken Seite seht, die da beginnen. Das heißt, da anbremsen, dann geht es einen Gang nach unten, relativ spät löst ihr euch, also kurz vor Ende der Curbs löst ihr euch nach rechts, dann geht es innen voll drüber, also könnt ihr wieder die Curbs komplett mitnehmen. Das Auto übersteuert hier ab und zu mal so ein bisschen, gerade auch im Kurvenausgang, aber auch hier wieder Streckenbreite nutzen, komplett bis auf die Curbs raus. Rechts wieder raus bei der Karting. Ihr löst euch relativ früh vom Curb. Also das ist ein bisschen früher, als man eigentlich normalerweise einlenken will. Denn ihr sollt innen diesen Curb anvisieren, das ist ganz wichtig. Und ihr seid dann schon wieder im vierten Gang beschleunigt, komplett raus bis wieder auf den Curb. Ich weiß, es ist jedes Mal die Streckenbreite zu nutzen, aber es ist auch hier wichtig. Denn es folgt eine extrem lange Gerade, die ihr komplett durchbeschleunigen sollt. Und nun geht es zu einer der berüchtigsten Kurven. Hier in Spa-Francorchamps, Blangimont. Und ihr kommt im sechsten Gang an. Der sechste Gang bleibt auch drin. Ihr breitet das Auto vor, geht ganz nach rechts außen und dann bleibt ihr voll auf dem Pinsel stehen, also Vollgas durch, ganz nach innen rein. Nicht den Curb innen berühren, denn das Auto versetzt sonst zu sehr, aber im Kurvenausgang, da könnt ihr die kompletten Curbs mitnutzen. Und dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir kommen jetzt in die Bus-Stop-Schikane. Also, die sieht nicht mehr ganz so aus wie früher, aber ist immer noch extrem schwierig zu fahren. Ihr kommt im sechsten Gang an, es geht runter bis in den ersten Gang. Anbremspunkt ist ungefähr nach der Brücke. Also es gibt diesen Bogen über die Strecke, da ist ungefähr der Anbremspunkt kurz danach. Dann geht es innen rein. Relativ spät löst ihr euch da vom Curb außen nach innen rein, denn ihr wollt das Auto gerade positionieren. Kurzes Beschleunigungsstück, nochmal hoch den Berg. Ihr dreht das Auto mehr oder weniger auf der Stelle rum, um es gerade stehen zu haben, perfekte Traktion zu haben, auf die Start- und Zielgerade rauf. Und dann heißt es wieder pinselvoll durchtreten auf der Start- und Zielgeraden. Nach der Zerstückelung jetzt und der ganzen Erklärung und die ganzen Einzelteile geht's also jetzt in die Cockpit-Variante, also in die Cockpit-Ansicht. Das könnt ihr jetzt also direkt verfolgen. Komplett durchlaufende Runde ohne irgendwelche Anhalten oder ohne irgendwelche Zerstückelung. Einmal die komplette Runde ab jetzt. Und dann sind wir jetzt auf der Start- und Zielgeraden. Wir beschleunigen also wieder komplett durch hier Richtung Las Source. Anbremspunkt habe ich euch gesagt. Es geht runter in den ersten Gang, innen ganz rein, über den Curb drüber. Nach außen treiben lassen wieder, Streckenbreite nutzen. Hochbeschleunigen jetzt hier an der Mauer entlang. Das ist die Endurance, also die alte Boxengasse hier auf der rechten Seite. Wir sind ganz nah an der Mauer dran. Es geht nach Urouge hier unten links voll über den Curb. Dann Auto positionieren, Radeon hier oben über die Kuppe drüber, innen den Curb auch wieder nehmen und dann voll durchbeschleunigen. Die lange Kemmelgerade hier nach hinten. Hier kann man sich mal so ein bisschen ausruhen, kann man mal in den Spiegel gucken, mal alle Drücke, alle Reifendrücke und so weiter kontrollieren. Und dann heißt anbremsen hier wieder für die nächste Kurvenkombination. Innen voll über den Curb drüber, links voll über den Curb drüber, nicht zu weit nach rechts außen. Auto positionieren, damit ihr hier den Schwung mit rausnehmen könnt. Auf dieses kurze gerade Stückchen. Dann geht's bergab. Ich nenne diese Kurve immer die kleine Arschlochkurve. Ich mag die nämlich nicht so. Dann geht's nach innen rein. Stückchen nach außen. Zwei Scheitelpunkte hier wieder nach innen rein. Kleiner Quersteher hier. Und dann geht's nach außen. Wieder von außen nach innen. Voll innen über den Curb in den Schwung hier mitzunehmen. Die gerade runter Richtung der Double Gauche. Also der zweifach Linkskurve, die wir hier anfahren. Im fünften Gang geht's runter in den vierten Gang. Innen rein. Ein Lenkwinkel mehr oder weniger. Bisschen korrigieren. Aber ihr seht, es geht mehr oder weniger in einem Lenkwinkel hier durch. Und dann komme ich genau wieder am Curb außen an. Weiter geht's jetzt hier im nächsten Geschlänge. Innen rein. Hier heißt wieder Auto mittig lassen. Dann nach links den Schwung mitnehmen. Auto übersteuert hier immer gerne mal ein bisschen. Die Curbs ziehe mich so ein bisschen nach außen. Aufpassen wegen Track Limits. Karting jetzt hier innen rein. Voll über den Curb drüber. Ihr seht, das Auto ist sehr, sehr unruhig zu fahren. Ich nutze aber die komplette Streckenbreite. Und hier nehme ich den Schwung mit. Ich gehe voll raus im vierten Gang. Und beschleunige dann hier diese, na, mehr oder weniger gerade. Es sind zwar ein paar Kurven, eine Rechtskurve, eine Linkskurve, aber es wird natürlich alles Vollgas gefahren. Geht's hoch in den sechsten Gang Richtung Blangimont. Jetzt hier ist Blangimont. Ich komme von außen, bleib voll auf dem Pinsel drauf. Innen rein, nicht den Curb mitnehmen. Außen aber das mitnehmen, was ihr zur Verfügung habt. Anbremsen, Bus-Stop-Schikane jetzt hier. Heißt also, volle Konzentration noch einmal in den ersten Gang. Auto nicht zu weit nach links kommen lassen. Die Traktion nutzen jetzt hier auf die Start- und Zielgerade
und dann habe ich es geschafft. Ich bin eine Runde wieder in Spa-Francorchamps rum und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wer noch immer nicht genug haben sollte, der kann sich jetzt den dritten Abschnitt noch anschauen. Der ist auch nochmal die Komplettrunde, aber von außen gezeigt. Das heißt also, die Variante von komplett außen, genau die gleiche Runde, aber von außen, von der Kameraeinstellung her, die könnt ihr jetzt sehen. So, jetzt reicht's aber auch. Also dreimal Spa-Francorchamps, drei verschiedene Ansichten, einmal zerstückelt, Innenansicht, Außenansicht und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn das so ist, gebt ruhig einen Daumen nach oben. Das Video richtet sich ja mehr oder weniger so ein bisschen, oder diese Serie, diese Reihe richtet sich an diejenigen, die noch Probleme haben, die vielleicht neu angefangen haben im Simracing und nicht unbedingt an die Pros, die schon jahrelang fahren. Wenn die natürlich auch was mitnehmen daraus, freut es mich umso mehr. Aber wie gesagt, es soll ja denen helfen, die einfach da noch Probleme haben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder wenn ihr Fortschritte gemacht habt, würde mich freuen. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es dann wieder heißt, deine Runde, ich bewerte, wie fahre ich oder eine neue Vorstellung von einem neuen Spiel oder eine Bewertung vom Spiel. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.